Der Innenausschuss des Bundestages hat sich heute nicht öffentlich mit den Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe im Juli beschäftigt. Die Innenminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren per Video zugeschaltet. Sehr, sehr gut sei die Sitzung gewesen, schwärmte Bundesinnenminister Seehofer. An der Zusammenarbeit mit dem Bund habe es aus den Ländern keinerlei Kritik gegeben. An der Kompetenzverteilung soll demnach nichts verändert werden. Verbessert werden muss laut Seehofer aber die Warnung der Bevölkerung. Geklärt werden müsse zum Beispiel, mit welchem einheitlichen Ton gewarnt werden soll, welchen Inhalt eine Warnung braucht und wie auf die regionalen Gegebenheiten eingegangen werden muss. Es sind viele schwierige Fachfragen zu lösen und da war, glaube ich, die entscheidende Botschaft heute von den beiden Ministern im Bund sowieso, dass wir uns natürlich mit der Aufarbeitung solcher Sachen beschäftigen. Auch, dass ab der höchsten Warnstufe eine Warnung der Bevölkerung ausgelöst werden muss und nicht nur kann. Bereits vom Kabinett beschlossen ist, dass der Aufbau der Sirenen vom Bund mit 88 Millionen Euro gefördert wird und ein Gesetz zum sogenannten Cell Broadcasting, mit dem Warnungen auf das Handy geschickt werden können, soll Anfang September verabschiedet werden. Seehofer nahm erneut den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Verantwortung und sagte, er habe im Innenausschuss sehr deutliche Worte zu ihm gefunden. Weniger begeistert zeigten sich die Bundestagsabgeordneten von der Sitzung. Es habe keinerlei Antworten zur Rolle des rheinland-pfälzischen Innenministers Lewins gegeben. Er habe lediglich auf den Untersuchungsausschuss im Landtag in Rheinland-Pfalz und staatsanwaltliche Ermittlungen verwiesen. Im Landkreis Ahrweiler war der Katastrophenalarm erst sehr spät ausgelöst worden. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen gegen den Landrat des Kreises und eine weitere Person des Krisenstabs. Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli sind 183 Menschen gestorben.